Wassermänner, das ist eure Legung für den Monat Dezember. Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist eine Legung mit den Lenormand-Karten. So eine Legung, die kann auf euch zutreffen, muss sie aber nicht. Pickt euch daraus, was euch gut tut, was euch hilft, wo ihr sagt, boah, das trifft gar nicht auf euch zu, damit geht es euch schlecht mit den Gedanken. Das gehört dann auch nicht zu euch. Es kann natürlich nicht auf jeden Wassermann gleich zutreffen, ist ja klar. Aber es ist wahrscheinlich so eine Wassermann-Hauptenergie da, dass sich schon jeder bei manchen Bereichen angesprochen fühlt. Wenn ihr nach der Legung sagt, ein bestimmter Bereich interessiert euch ganz brennend noch mehr, dann könnt ihr mich persönlich auf Instagram anschreiben. Ich biete auch persönliche Legungen an. Und ja, noch zur Erklärung. Ihr seid in der Legung, liebe Wassermänner, hier unten die Dame. Auch wenn ihr ein Mann seid, der mir gerade zuschaut, das ist eure Karte. Hier können die Geschlechterrollen vertauscht sein und euer Gegenüber, euer Herzensmensch, kann natürlich auch eine Frau sein, ist aber hier die Herrenkarte. Gut, liebe Wassermänner, dann schauen wir mal, was eure Hauptthemen sind, die euch im Dezember beschäftigen, wo eure Gedanken drum kreisen. Das sind die Eckkarten, das ist hier einmal der Ring, dann der Anker, das Kreuz und das Glück. Beim Ring, hier tritt jemand mit euch in Kontakt, mit dem ihr wahrscheinlich den ganzen Monat immer wieder in Kontakt seid. Also das beschäftigt euch, weil ihr diesen Menschen wahrscheinlich immer wieder sehen werdet. Da spielt jemand bei euch diesen Monat eine größere Rolle. Entweder vielleicht habt ihr frei und es ist ein Freund oder eine Freundin, mit dem ihr euch immer wieder trefft. Oder es ist vielleicht euer Partner, mit dem ihr gerade ganz viel Zeit genießt, wo ihr immer wieder irgendwas Bestimmtes macht. Könnte sein. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle im Dezember. Dann euer Beruf spielt eine Rolle im Dezember. Selbe wie in der Skorpionlegung davor. Ist ganz lustig, brauche ich gar nicht mehr nachdenken jetzt für euch. Beruflich kommt es jetzt zu einem Ende im Dezember. Oder ihr wünscht euch ein Ende, weil ihr euch beruflich schon nicht mehr wohlfühlt. Ja. Bin ich gespannt. Wäre ich mal gespannt, bin ich gespannt nächsten Monat, wie es da weitergeht. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Das ist einfach klipp und klar, aber das beschäftigt euch. Ihr seid hier noch beruflich da in Gedanken. Dann hier unten beschäftigen euch karmische Dinge. Schicksalshafte Dinge. Ja, das Kreuz ist auch eine Verstärkerkarte. Negative Gefühle. Gefühle, die durch irgendeine Karma-Reaktion ausgelöst wurden. Also hier gefühlsmäßig fühlt ihr euch vielleicht ein bisschen bedrückt, belastet. Kann mit eurem Job hier zu tun haben. Hier muss irgendwas, oder es kommt hier gefühlsmäßig was auf euch zu, was ihr selbst mal rausgesendet habt. Das könnte auch sein. Dann hier drüben. Das ist eine ganz, ganz schöne Kombination für euch. Hier habt ihr einen, also hier, das Glück liegt hier in euren Wünschen. Also eure Wunschträume, die gehen hier in Erfüllung diesen Monat. Also hier kommt großes Glück auf euch zu diesen Monat. Ein großer Glücksfall. Also wenn ihr schon lange einen Wunsch habt, vielleicht erfahren wir da noch mehr. Wenn ihr schon lange einen Wunsch habt, dann klappt der im Dezember. Dann wird euch dazu gesagt. Oder das ist wirklich so ein Traum von euch und der klappt. Euer Traum klappt. Je nachdem, was so euer Traum ist, lieber Wassermann. Dann schauen wir mal, wo seid ihr überhaupt? Was beschäftigt euch noch so? Was steht diesen Monat noch so an? Ihr seid hier unten, liebe Wassermänner, und ihr schaut hier ins Haus. Es könnte sein, ihr schaut hier in eure Familie, spielt eine große Rolle, oder eure Wohnsituation. Ja, mehr kann ich da jetzt noch nicht sagen. Vielleicht erfahren wir da noch mehr. Schauen wir mal, wie geht's euch denn? Wo liegt ihr denn? Ihr liegt hier im Haus 34, im Haus der Fische. Hier kommt ein Besitz auf euch zu.
Hier kommt Geld auf euch zu. Ihr macht euch irgendwie Gedanken um Geld. Wenn ihr hier auch aufs Haus schaut, dann sagt mir das. Ihr habt wahrscheinlich hier eine Immobilie. Also auf jeden Fall was Materielles, aber wahrscheinlich eine Immobilie schon länger ins Auge gefasst. Es kann natürlich auch nicht auf jeden Wassermann zutreffen, aber hier spekuliert ihr auf eine Immobilie. Und hier klappt euer Wunschtraum und hier liegt ihr auf dem Geld. Hier kommt Geld auf euch zu. Hier kommt ein Besitz auf euch zu. Und das sagt mir jetzt ganz eindeutig, ihr wünscht euch hier eine Immobilie. Dieser Besitz kommt im Dezember auf euch zu. Das ist vielleicht auch dieser Wunsch, den ihr schon lange habt. Also das klappt. Hier kommt ein großer Besitz auf euch zu. Liebe Wassermänner, ihr könnt euch hier im Dezember freuen. Ohne euer Zutun bekommt ihr wahrscheinlich hier was geschenkt. Von keinem geringen Wert. Wahrscheinlich ist es eine Immobilie. Herzlichen Glückwunsch. Gut, was beschäftigt euch noch? Das ist wahrscheinlich so ein Hauptding, wenn es diesen Monat tatsächlich bei euch passiert. Dann beschäftigt euch noch hier eine starke Person, eine selbstbewusste Person oder euer eigenes Selbstbewusstsein liegt hier im Schlüssel hier. Entweder werdet ihr ganz selbstbewusst, naja, durch sowas kann man auch noch mal ein bisschen selbstbewusster werden, da muss man sich damit befassen. Verträge klären, wenn ihr auch noch jünger seid, da wird man vielleicht auch noch mal so ein Stück erwachsen, wenn man jetzt Besitzer einer neuen Immobilie wird. Hier kommt ihr in eure Stärke oder vielleicht hilft euch ja auch jemand Starkes mit Sicherheit. Dann der Mond, eure Gefühle beschäftigen euch, die liegen hier im Brief. Gefühlstechnisch gibt es hier vielleicht Neuigkeiten. Da kommt eine Neuigkeit auf euch zu, die in euch bestimmte Gefühle auslöst. Vielleicht ist es dieses Karmische hier. Also da denkt ihr dann drüber nach, das verändert eure Gefühle. Dann kommt für euch was zu einem Ende diesen Monat. Hier liegt euer Gegenüber tatsächlich. Da kommt was zu einem Ende. Also auch wenn ihr jetzt verheiratet seid, keine Angst haben, heißt jetzt nicht, eure Ehe geht in die Brüche unbedingt, sondern hier könnte es zu einem Ende kommen mit einem Thema von eurem Ehepartner zum Beispiel, aber es geht danach nicht wieder neu los. Also wenn es hier die Sense liegen würde, dann wäre das so, vielleicht knallt es bei euch, vielleicht streitet ihr. Danach kann sich wieder versöhnt werden und es geht vielleicht wieder gleich weiter, wie es immer weiterging. Der Sarg sagt nein. Hier nach dem Sarg gibt es ein ganz klares Ende und einen ganz neuen Anfang. Heißt, vielleicht trennen sich hier einige Wassermänner. Vielleicht, aber wenn man sich vorstellt, ihr bekommt jetzt hier die Immobilie, dann, also wenn sich was im Inneren ändert bei einem selbst und ihr vielleicht auch selbstbewusster werdet und euch jetzt damit beschäftigt, dann ändert sich auch immer das Außen. Vielleicht sieht euch euer Partner auch ganz anders und ihr geht dann anders miteinander um. Das könnte auch sein. Auf jeden Fall kommt etwas mit eurem Partner zu einem Ende. Vielleicht wisst ihr jetzt schon mehr wie ich, was hier gemeint ist. Dann die Reise, die Wünsche, die Träume, die haben wir ja schon hier drüben gehabt. Wo liegt denn das Schiff? Das Schiff liegt hier in euch selbst. Also, ihr habt hier so Wunschträume. Wahrscheinlich hat es mit dem hier zu tun. Das klappt ja tatsächlich, eure Wünsche. Ihr denkt an einen Wunsch, ihr denkt an einen Traum. Das beschäftigt euch diesen Monat. Ihr haltet hier an euren Träumen fest. Aber ich sehe, das Schiff segelt hier in den Fuchs. Achtung, lügt euch vielleicht in euren Wünschen und Träumen nicht selbst an. Seid da ganz ehrlich zu euch. Ja, das ist noch so, was euch beschäftigt diesen Monat. Schauen wir, was denkt und fühlt euer Gegenüber denn? Wie geht es denn eurem Gegenüber? Was steht denn da so an? Euer Gegenüber ist hier oben. Und euer Gegenüber schaut hier in einen Entscheidungsweg. Also euer Gegenüber wünscht sich im Facto euch eine Entscheidung. Oder er überlegt selbst im Stillen und ihr wisst es vielleicht noch nicht, überlegt er hier, wie er sich in einer bestimmten Sache entscheiden soll. Wo liegt er denn oder sie?
hing hier im Fuchs. Euer Gegenüber ist nicht mehr ganz ehrlich zu euch oder euer Gegenüber lügt sich gerade selbst an. Ist auf jeden Fall nicht so die ehrlichste Energie. Das ist jetzt nicht so wünschenswert. Also, liebe Wassermänner, passt da auf. Vielleicht beendet ihr es deshalb auch, weil euer Gegenüber hier, naja, hier kommt bei mir gerade rein. Vielleicht ist euer Gegenüber euch auch neidig und gönnt euch nicht dieses große Glück, das da jetzt auf euch zukommt im Dezember. Vielleicht auch nicht der ehrlichste Mensch irgendwie. Leider. Gut, euer Gegenüber beschäftigt hier einen Entscheidungsweg. Dann etwas passiert bei eurem Gegenüber mit Sicherheit. Ist natürlich auch eure Legung, auch immer bei euch, aber das hat dann mit euch und eurem Gegenüber zu tun. Schlüssel und Baum heißt, euer Gegenüber hat eine sehr sichere Position bei euch, wahrscheinlich aus der er raushandeln kann. Dann euer Herz liegt hier bei eurem Gegenüber. Euer Gegenüber hat sein Herz über sich. Das Herz liegt hier in den Wolken. Das heißt, er ist sich nicht so sicher, was er fühlt. Er hat hier nicht den Durchblick und ihr genauso wenig. Also, ihr habt beide gerade nicht so den Durchblick, was eure Gefühle überhaupt angeht. Also, da müsstet ihr euch erstmal klar werden. Da müsstet ihr erstmal gucken, was fühle ich denn überhaupt? Ja, ich habe das Gefühl, bei euch ist alles irgendwie schon so eingependelt vielleicht. Vielleicht seid ihr euch. Ja, vielleicht ist euch der andere, euer Gegenüber, schon irgendwie so selbstverständlich geworden. Dann hier die Schlange, liegt in der Schlange. Euer Gegenüber ist total verkopft, total in Gedanken oder geht hier über große Umwege irgendwie, weil er so verkopft ist. Also, dann beschäftigt sich euer Gegenüber hier mit seinen Wünschen und hat in irgendwas hier den klaren Durchblick oder kommt hier in den Durchblick. Hier geht es um, ja, wahrscheinlich um seine eigene Stärke. Wahrscheinlich dadurch, dass er so ein bisschen verunsichert ist und im Grübeln oder sie, naja, es kommt jetzt auch nicht so selbstbewusst rüber. Und am Ende des Monats durch vielleicht so eine Entscheidung kommt er wieder dahin. Oder durch eine Wunscherfüllung, vielleicht irgendwas, vielleicht mit seinen Wünschen, wird er wieder. Oder sie wieder selbstbewusster. Dann die Störche, die stehen immer für einen Neuanfang. Die liegen hier in den Mäusen. Also ein Neuanfang hier, die falsche Entscheidung für einen Neuanfang, könnte hier irgendwie nicht so gut laufen für euer Gegenüber. Vielleicht kommt er ja da ins Gespräch, dann könnt ihr ja, weiß ich nicht, helfen. Dann beschäftigt euer Gegenüber entweder seine Treue und Loyalität oder hier die Freundschaft. Hier liegen die Entscheidungswege. Ich glaube, das hat damit zu tun, ob euer Gegenüber euch gegenüber treu und loyal bleibt oder ob er das sein lässt. Ja, sagt es mir ganz eindeutig. Da könnt ihr drauf achten. Ist jetzt nicht der netteste Zug, wenn man sich darüber Gedanken macht. Vielleicht ist das sogar die Entscheidung. Es kann auch so eine kleine Entscheidung sein, die im Kopf passiert. Von eurem Gegenüber, dass er sich denkt, ja, naja, die macht ja eh so ihr Ding oder er macht ja eh so sein Ding. Ja, dann mache ich doch mal mein Ding und dann brauche ich mich auch nicht mehr so treu sein und so loyal, weil derjenige achtet ja eh gerade nicht auf mich. Es kommt mir so vor, als wäre es eine Person, die sehr viel Aufmerksamkeit braucht und euch jetzt sich nicht für euer Glück freut. Irgendwie kommt mir die Person hier ein bisschen falsch vor. Passt da auf. Dann Gespräche stehen hier an bei eurem Gegenüber, Gespräche über Probleme, Problemgespräche. Ich hoffe, die werden auch geführt. Ja. Gut. Euer Herz haben wir angeschaut, euren Beruf haben wir automatisch auch schon angeschaut, eure Finanzen, ihr liegt in den Fischen. Hier haben wir gesagt, kommt was Großes auf euch zu. Jetzt schauen wir aber noch, wo liegen denn die Fische? Also die Fische hier im Buch deutet finanziell auch nochmal darauf hin, Geld, von dem man noch nichts weiß. Also hier, ja, bin ich mir sicher, kommt ein Geldgeschenk praktisch auf euch zu. Aber in Form einer Immobilie wahrscheinlich. Gut, dann gucken wir nochmal alles durch. Ah nee, davor, es gibt zwei Dinge, mit denen solltet ihr euch beschäftigen. Da solltet ihr euch hinsetzen und das wirklich durchdenken. Das ist einmal hier das Thema mit dem Buch. Könnt ihr jetzt hier mit den
mit den Finanzen zu tun haben, die auf euch zukommen. Wenn die auf euch zukommen, beschäftigt euch damit, ist ja klar. Aber eher mit Wünschen und Träumen, dass hier unten dieses Schiff, naja, das Schiff, das hier in den Fuchs segelt, seid, überlegt euch, was wünscht ihr euch, was erträumt ihr euch und seid da ehrlich zu euch. Ich glaube, damit solltet ihr euch auseinandersetzen diesen Monat. Und hier unten liegt das Kind, das liegt hier im Kreuz. Irgendein Neuanfang ist vielleicht zu naiv gedacht, ist vielleicht zu kindisch oder ist eine Lernaufgabe für euch. Also da kommt ein Neuanfang auf euch zu, den ihr nicht einfach so über euch ergehen lassen solltet, wenn es eine Entscheidung von außen ist, dieser Neuanfang, und ihr einfach den annehmen müsst, dann guckt euch den mal an. Das ist auch eine Monatsaufgabe für euch, Wassermänner. Dann schauen wir noch alles durch. Mal jetzt mit meinem schlauen Stift, das ist leichter. Hier, den Ring haben wir bereits geklärt. Die Blumen liegen hier im Glück. Also hier kommt wieder Blumen und Glück ist großes Glück, kommt auf einen zu. Ich glaube, das ist einfach euer Glücksmonat, liebe Wassermänner. Freut euch einfach auf den Dezember. Hier gibt es mehr als nur ein kleines Weihnachtsgeschenk. Dann die Sonne. Die liegt hier im Schiff. Eure Wünsche. Oder eine Reise. Macht euch glücklich. Klappt. Ja. Die Vögel liegen im Haus. Hier könntet ihr entweder wegen der Immobilie oder wegen eurer Familie etwas aufgeregt sein, etwas zu laut. Hier könnte es auch zu kleinen Streitereien kommen. Der Schlüssel, der gibt Sicherheit. Den hatten wir schon geklärt wegen eurem Gegenüber. Das Herz hatten wir geklärt, die Schlange hatten wir geklärt, den Anker haben wir geklärt. Die Briefe noch nicht. Nachrichten. Nachrichten von wo? Gute Nachrichten. Die Nachrichten liegen hier auf den Blumen. Ja. Nachrichten, die hier mit eurem Glück, das auf euch zukommt, zu tun haben. Dann Probleme, der Berg steht für Probleme, Probleme in Gesprächen. Probleme, vielleicht Problemgespräche stehen vielleicht an diesem Monat. Hier stehen sie bei eurem Gegenüber an, die haben wahrscheinlich auch mit euch zu tun. Geht in dieses Problemgespräch, dann kann dieses Problem vielleicht aus dem Weg geschafft werden. Warum fühlt ihr euch nicht gut diesen Monat? Das ist der Turm. Der liegt hier. Ah nee, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Der Berg liegt hier in der Sense. Also ein Problem wird hier, ja, kommt hier abrupt auf euch zu, entweder, oder hört abrupt auf. Und eure negativen Gefühle liegen hier in den Gesprächen. Das heißt, Gespräche können euch ganz negative Gefühle auslösen. Ja. Die Lilien liegen in den Vögeln. Euer Wohlbefinden, ihr könntet hier etwas aufgeregt sein, nicht so ganz in der Balance. Dann den Weg haben wir geklärt, euer Gegenüber haben wir geklärt, die Sterne haben wir geklärt, das Buch haben wir geklärt. Der Reiter, hier kommt jemand auf euch zu. Hier gibt es ja dieser, also der Ring mit dem Reiter, haben wir vorher schon geklärt. Jetzt hier der Reiter mit den Störchen, hier kommt jemand Neues, tritt hier in euer Leben wahrscheinlich. Eine neue Begegnung kommt auf euch zu. Der Baum im Hund. Hier habt ihr wahrscheinlich einen Freund, eine Freundin, die euch viel Halt und Stärke gibt. In all diesen Themen, schätze ich. Ein negatives Gefühl gibt es hier im Park. Ich glaube, hier sind euch vielleicht dann viele Menschen neidisch. Oder ihr könnt nicht ganz ehrlich den Menschen gegenüber sein in irgendeiner Sache und das bedrückt euch. Die Wolken, wo habt ihr keinen Durchblick? Wo steht ihr vor so einer Nebelwand? Hier im Außen. Entweder seid ihr nicht ganz ehrlich zu euch selbst und wisst hier noch nicht, wie ihr das handhaben sollt, oder die Leute von außen lassen euch irgendwie hier. Ja, ins Grübeln kommen. Vielleicht seid ihr deswegen wegen einer Sache irgendwie so unentschlossen. Das wisst ihr wahrscheinlich selber mehr als ich. Dann die Ruten haben wir geklärt, den Hund haben wir geklärt, die Störche, die Mäuse noch nicht. Die Mäuse liegen hier im Herzen. Ja, das sagt mir schon die ganze Legung. Euer
Euer Herz gefühlt, das Herz liegt ja hier in den Wolken, es liegen die Mäuse auf dem Herzen. Ist jetzt nicht der verliebteste Monat, das ist ein bisschen, die Liebe ist hier ein bisschen angenagt. Dafür kommt euer großes Glück. Dann die Fische, die haben wir auch schon geklärt. Hier kommt eine Gefühlsnachricht, haben wir geklärt. Sarg haben wir geklärt. Schiff haben wir geklärt. Fuchs haben wir geklärt. Die Sense liegt in der Sonne. Also hier gibt es für kurze Zeit mal, vielleicht wird euer gutes Gefühl plötzlich beendet. Oder ihr habt negative Gefühle und kommt plötzlich ins gute Gefühl. Das Kreuz haben wir geklärt, den Bären haben wir geklärt, euch haben wir geklärt, das Haus haben wir geklärt, das Kind haben wir geklärt. Liebe Wassermänner, ich wünsche euch einen spannenden, trotzdem ruhigen Dezembermonat. Ist ja auch Weihnachten, kommt zur Ruhe, versucht zur Ruhe zu kommen. Also, falls ihr noch persönliche Fragen habt, schreibt mich einfach an. Ciao!